So, herzlich willkommen zurück zu Deliver Us the Moth und wir haben natürlich das geschafft, den Sprung. Okay, wir müssen irgendwo da unten durch vielleicht. Scheißaufzug, aber der Sand macht wahrscheinlich alles kaputt. Puh. So, wie geht's weiter? Hier geht's weiter. Wow. Oh. Oh. Ups. Wir haben den Aufzug kaputt gemacht, tut mir leid. Und hier ist der nächste Weg. Ein bisschen konzentrieren. Okay. Nein! Ah, fuck! Ah, muss mal gucken, dass eine Hand bin, dass du am Dings hast. Mann, das ist gar nicht so einfach, wenn die Flächen nicht stimmen. Langsam kriege ich das raus. Nein! Oh, fuck! Das muss halt immer eine Hand dran haben das ist nicht so einfach. Aber ich krieg's langsam raus. Wir kriegen dann ein Sauerstoffproblem auf Dauer. Ja.
eigentlich cool gemacht mit dem Klettern. Ich muss mich nur kurz ein bisschen konzentrieren, dass wir nicht 20 Mal runterfallen noch. Deswegen bin ich kurz mal ein bisschen still. Puh, mein Herz. Haben wir es geschafft? Ja, wir sind oben angekommen. Brauchen wir den Sauerstoff. Wir sind schon auf Gelb. Oha. Und jetzt? Oh nein, der nächste Kletterbot hier, echt? Und wir sind schon auf Gelb und kein Sauerstoff mehr. Ah, Mann. Irgendwie schaffen wir jetzt. Oh. Sehr nix. Sauerstoff. Sauerstoff. Okay, gut. Oh, Sauerstoff. Ich glaube, im Rover ist bestimmt Sauerstoff. Glück, aber ein Glück. Bitte funktionier. Komm schon. Sarah und Ryan. Falls ihr Folgendes hören könnt, ich habe einen Rover. Sobald sich der Sturm legt, geht's zur Arche. Hoffe, wir sehen uns dort. Das hoffe ich auch. Der Reifenhersteller heißt Beyond Earth. Also hinter der Erde. Ayla, ist alles okay bei dir? Okay. Mit der Ruhe kommen die Gedanken. Das Zimmer kennen wir vom Anfang. Da ist Rolf. Baseballs. Ja? Ich habe ein paar tolle Bilder als Beweis gefunden. Ich erinnere mich daran. Das war, als ich sie... Ja, das ist ganz klar der beste Planet, Simon. Siehst du? All die schönen Pflanzen und Tiere. Das hat kein anderer Planet. Sogar Mondberg gibt es nur dort. Er besucht den Mond nur. Dieser Planet war ihr wirklich wichtig. Und welcher ist also dein Liebster? Und ich sagte... Mars? Da gibt es nur Steine und Staub, Kirby. Aber nicht nur, er hat auch... Aliens. Was?
Okay, wir sitzen hier eine Weile fest. Setz dich und lass mich dir von Aliens erzählen. Meine Familie ist tot. Claire tot, Mom tot. Wo der Vater ist, bleibt unklar. Aber im Endeffekt ist er auch kein guter Mensch. Eigentlich ist Cassie allein. Wir stochen ein bisschen in der Vergangenheit von Cassie rum. Mond, wer kommt mit zum Schnorcheln? Ich will nicht schnorcheln gehen, Claire, ich will schon. Hängt ein anderes Bild. Schnorcheln, es hängt ein anderes Bild. Aber ich kann es nicht angrabbeln. Aber ist ein anderes Bild. Coole Sache. Was das auch mit ändert, so ein bisschen, ne? Tarntüte, spring rein! Warte! Bitte! Geh nicht! Kaputt. Ich muss jetzt wirklich los. In Ordnung, dann geh. Okay. Ups. Na also, lass das hier beglaubigen. Gib's dann dem Richter, dann ist alles klar. Ja. Die Vormundschaft ist vorläufig. Klar. Ich komme zurück. Ich will auch nicht gehen. Dann bleib. Das muss ich aber. Das Projekt ist fast zu Ende, okay? Danach kann uns nichts mehr voneinander trennen. Versprochen. Ich versuche ja, das Beste für euch beide zu tun. Du bist die ganze Zeit weg und lässt uns hier allein. Du bist ja kein Kind mehr, Claire. Und du bist kein Vater mehr. Dafür bin ich jetzt Mutter. Nur vorläufig. Ich muss es tun. Ich komme ja wieder zurück. Hab doch Vertrauen. Ich tue das für euch. Ja, ja. Du rammst anderen in... Du musst los, wenn du pünktlich auf Helsenkopf sein willst.
Wir sehen uns bald, Mondbär. Okay? Ich tue das für euch. Rammt Sarah einen Schraubenzieher in den Bauch. Ich tue das für euch. Krankes Schwein, Alter. Dafür gibt's keine Rechtfertigung. Bist du bitte bei mir? Ich will dich nicht verlieren. Keine Sorge. Ich verlasse dich nie. Versprochen. 3, 2, 1. Ja, da konnte sie aber sprechen nicht halten. Time to ride. Wir müssen versuchen, Sarah zu finden. Wenn die keinen Sauerstoff haben, die können ja auch 2000 Kilometer weg sein von der Basis. So wie wir. Wir hatten ja Glück, dass wir daneben runtergekommen sind eigentlich. Kapitel 5, der Traum dieser Leute. Okay. Okay. Das Fahren bekomme ich hin. Da sieht man unser Ziel vor Augen. Bremse gibt's mit links. Claire? Könnt ihr mich hören? Ja, Gott sei Dank. Ich höre euch. Kat. Wie schön, dich zu hören. Cassie? Yeah. Claire? Hat sie nicht. Tut mir leid. Ich müssen die nicht, Mission zu Ende bringen. Bitte, lass uns nicht. Also ich. Lass uns zu den Archen gehen und die Mission fortführen. Bitte. Wir haben den Monolithen erreicht. Wo bist du? Ich konnte einen Rover bergen. Ich gehe jetzt zur Arche. Gut. Dann bis gleich. Und Kat, wenn du reden willst, ich bin da. Nein, ich. Bis später dann. Es gibt einen funktionierenden Aufzug, der dich zu uns bringt. Wir warten, bis du weitergehst. Achte auf dich. Kann ich hier einfach verlassen? Oh, gut. Ich will mal kurz ein bisschen umgucken hier. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder. Das ist zu einfach wohl. Ich denke mal, da ist nichts dazu gedacht. Die Tür ist auch zu. Ah, ich denke mal, das ist alles nur Deko. Das wäre ein bisschen hart hier, wenn ihr alles durchsuchen könntest. Und ihr würdet auch noch was finden, irgendwie Zeichnung oder was. Da ist auf jeden Fall die Rakete. Ganz kurz einen Screenshot machen. Vielleicht brauche ich den für Thumbnail oder so, weiß ich nicht. Muss ich scheinbar eh hier stehen lassen. Den Rover. Aber jetzt düsen an und heim, oder? Mit dem Ding. Wäre schön, wenn es so einfach wäre.
krass, dass sie das Ding landen konnten. Krass Raumschiff auf jeden Fall. Kann ich was scannen? Ares Rover, die hatten wir auch auf dem Mond, bevor ich zu krank wurde, hat Dad mich überall auf der Mondkolonie rumgefahren. Diese Rover werden wohl kaum noch zu reparieren sein. Ist ja nichts, Folie abgedeckt, da ist eine Tür zum Öffnen. Ist verschlossen, wo die blau ist. Ich dachte, blau bedeutet immer, dass sie aufgehen, die Türen. Scheinbar nicht. Hey. Oh, ein Glück. Hey. Du kannst dein Visier öffnen. Es gibt Luft. Ich bin auch in einer Einrichtung mit Luft vorbeigekommen. Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Wo ist Sarah? Sie erholt sich ein wenig. Weiter unten. Da ist eine Tür, die du an den Streampunkt anschließen musst, okay? Das willst du jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber... Claire war einer der tollsten Menschen, die ich kannte. Ich weiß, wie viel sie Sarah bedeutet hat und ich kann nicht... Tut mir so... Lass uns... weitergehen. Ja, Claire. Lass mal hier gucken. Gibt's scheinbar nichts. Wo sind die Menschen alle? Das gibt's doch nicht. Muss hunderte von Menschen gewesen sein. Die ganze Mondkolonie. Alle weg. Gibt's hier vielleicht doch Aliens? Hey. Hey Sarah. Wir müssen diese Tür... Oh. Alles okay? Wir hatten eine harte Landung. Ihre Verletzung ist aufgerissen. Alles gut. Ist es nicht? Ich sagte, alles gut. Wir müssen Medizin finden. Kannst du den RP anschließen? Bin dran. Okay. Fliegen wir durch. Passt doch nicht durch. Kriegen wir nicht auf. Okay. Halt durch, Sarah. Wir müssen nur das Rätsel kurz lösen. Okay, dann fangen wir es mal hier an. Strom funktioniert nicht. Ein Verteiler. Ich kann hiermit ein MPT aufteilen und den Stromausstoß verringern. Könnte nützlich sein. Das ist heraus oder?
gibt's ja da drinnen nichts, ne? So, wir brauchen da und da Strom. So, müssen wir mal aufteilen. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Und platzieren. Aber so wird es nicht funktionieren, denke ich. Ne. Da drüben ist noch zu viel. Da ist ein bisschen zu wenig Saft jetzt. Oder? Ne, hey, komm mal her. Na, bin ich blöd. Das reicht noch nicht. Da ist ein Balken zu wenig. Drüben wäre es gut und der ist ein Balken zu wenig. Scheiße. Aber ob wir das gelöst kriegen, das Rätsel, sehen wir leider aus der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf Mars.